Es gibt so Dinge, die gehören einfach zusammen. Pommes und Mayo. Red Bull und Wodka. Die SPD und Bremen. Ich kann jetzt nicht sagen. Ich liebe Bremen. Nee, das geht nicht. Ja. Aber die CDU und die Jugend, also da. Da kommen jetzt plötzlich Kinder. Wer weiß, was passiert? Ja, wer weiß, was passiert. Denn die wählen. Könnte ja sein, dass die jungen Leute eure Politik scheiße finden. Ja, also das ist doch eine Vermischung von ganz vielen Pseudo-Fakten. Genau, wobei ein Tag später bei 5 Millionen Klicks, da hat er... Er hat einen Punkt getroffen. Weshalb die Union in einem 11-seitigen PDF, wir haben das mal ausgedruckt, dem Rezo erklärt, dass Verkürzung nicht okay ist. Das weiß ja keiner besser als die CDU. Die hat die Laufzeiten der AKWs erstmal verlängert, ehe sie nach Fukushima wieder verkürzt hat. Ein Sachverhalt, den die Union nie verkürzen würde. Und Kommunikation über Videos. Das ist nicht der Stil der CDU, sondern unser Stil ist es, auch sich miteinander an einen Tisch zu setzen. An einen Tisch setzen mit kritischen Jugendlichen ist seit 68... Obwohl, nee. Nee, 80er auch nicht. Stuttgart 21... Nee, auch nicht. Fridays for Future, Upload-Filter, nee, das ist eher neu für die Union. Deshalb ist es ja so gut, dass ein Haufen YouTuber nachlegt. Kann die Union gleich zeigen, was sie gelernt hat. Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Ja? Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich? Regeln für Meinungsäußerung. Jetzt nicht gleich Zensur schreien. Das war bestimmt nur unglücklich formuliert. Die CDU findet Wahlkampagnen von Promis im Internet eigentlich dufte. Und erst die freie Meinungsäußerung. Gerade bei Parteiveranstaltungen schätzt Kramp-Karrenbauer dieses Recht besonders. Es war kein Journalist vor Ort. Wir waren Herren über die Bilder. Wir haben die Nachrichten selbst produziert. Ja, so jemand hat doch nichts gegen das Grundrecht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Aber dass das heutzutage tatsächlich jeder tun kann, also darauf... Darauf sind wir nicht vorbereitet gewesen? Ja.